Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Lasst uns reden. Wir sind der Musikkurs der 13. Klasse an den GHSE. Dieser Podcast ist unser Abschlussprojekt, an dem wir das vergangene Jahr gearbeitet haben. Es hat sich herausgestellt, dass alles nicht so ganz einfach und entspannt ist, wie wir angenommen haben. Ursprünglich hatten wir einen Konzertabend geplant, welcher aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie ins Wasser gefallen ist. Aus diesem Grund mussten wir unsere Idee neu strukturieren. Und nun, nach langer, intensiver und manchmal auch mühseliger Arbeit, können wir endlich unser Ergebnis präsentieren. Unser Podcast besteht aus 4 Folgen zu 4 verschiedenen aktuellen Themen. Wir wünschen viel Spaß beim Anhören und hoffen, wir können euch zum Nachdenken anregen. Folge 1 – Klima. Natürlich müssen auch wir unsere Meinung zum Thema Klima kundtun. Pressure like a drip, 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 that'll never stop. Oh, pressure like a tip, 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 till you just go pop. Whoa, oh, oh, give it to the earth, it doesn't hurt, and see if it can handle every climate burden. Watch as it buckle and bends, but never breaks. No mistakes, just pressure like a grip, 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 and it won't let go. Oh, pressure like a tick, 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 till it's ready to blow. Ach ja, die Pole schmelzen, unzählige Tierarten sterben aus und so weiter und so weiter. Ihr habt das alles bestimmt schon oft genug gehört. Deshalb möchte ich nicht weiter drüber quatschen, sondern wir hören uns direkt unseren zweiten Beitrag zum Thema Klima an. Nachhaltigkeit wird großgeschrieben. Aber was hat uns in diese Situation getrieben? Wir selbst, auch wenn wir es nicht eingestehen wollen, sind verantwortlich für alles, was nun beginnt zu rollen. Unaufhaltsam, hoffnungslos, der Schrei nach Veränderung ist groß. Warum fahren wir dann im nächsten Moment mit dem SUV los? Wir gehen auf die Straßen und demonstrieren gegen die Regierung, doch eigentlich bringen wir uns nur selber um. Schüler meiden dafür die Schule, doch gehen sie wirklich hin? Macht FFF so überhaupt einen Sinn? Um uns herum geht alles in Flammen auf und wir halten Feuerholz und Marshmallows drauf. Um uns herum bricht das Chaos aus. Wer ist denn so gewandt? Habt ihr es endlich erkannt? Die Welt bricht in zwei und wir lächeln noch frech dabei. Doch schaut nach vorn, noch ist nicht alles verloren. Verantwortung übernehmen und den verursachten Schaden sehen. Nicht nur rumstehen, sondern weitergehen. Beweisen wir Mut. Wird am Ende vielleicht doch noch alles gut? Auf diese etwas andere Art und Weise wollten auch wir unsere Stimmen erheben und über dieses wichtige Thema reden. Der Klimawandel ist zu einem zu großen Problem geworden, um ihn nicht in unserem Podcast zu thematisieren. Wir hoffen, dass wir euch so unsere Sicht ein bisschen näher bringen konnten. Folge 2 – Fortschritt. Aus dem Wort Fortschritt hören die meisten Menschen weniger Arbeit heraus. Das größte Problem mit dem Fortschritt ist auch, die Nachteile entwickeln sich weiter. Der Mensch zerstört sich selbst und seine Umgebung. Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen. Die Zukunft gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit ihrer Träume glauben. Die Zukunft hat viele Namen. Für Schwache ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance. Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg.
Tradition ist eine Laterne. Der Dumme hält sich an ihr fest. Dem Klugen leuchtet sie den Weg. Der Glaube an eine größere und bessere Zukunft ist einer der mächtigsten Feinde gegenwärtiger Freiheit. Zu Beginn dieses Themas wollten wir euch mit unseren Zitaten rund um das Thema Fortschritt, untermalt von futuristischen Klängen, einen kleinen Impuls zum Nachdenken geben. Als nächstes möchten wir euch eine Umfrage präsentieren. Was denken die Menschen in unserem Umfeld vom Fortschritt? Das hört ihr jetzt in unserem nächsten Beitrag. Wir beschäftigten uns mit dem Thema Fortschritt und erstellten hierzu eine Umfrage. Auf die Frage, ob Fortschritt notwendig sei, entschieden sich alle Teilnehmer für ein klares Ja. Als Begründung wurde zum einen genannt, dass es in der menschlichen Natur läge, sich ständig weiterzuentwickeln. Als weiterer Punkt wurde genannt, dass Fortschritt uns zu dem gemacht haben soll, was wir heute sind und außerdem Platz für neue Ideen schaffe. Die Mehrheit der TeilnehmerInnen war der Ansicht, dass Fortschritt auch durch Unzufriedenheit in bestimmten Bereichen entstehen könne, wie zum Beispiel Medizin und Schulsystem. Auf die Frage, ob Fortschritt auch das Gegenteil bewirken könne, also Nachteile mit sich bringt, beantworteten über 65% der Befragten dies mit Ja. Hier fielen Begriffe wie Gier, Neid und Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Die nächsten Fragen beinhalteten das Thema künstliche Intelligenz. Die TeilnehmerInnen wurden befragt, wie sie zum Thema Roboter als menschlichen Ersatz stehen und ob Arbeitskräfte durch Roboter ersetzbar sind. Bei der ersten Frage waren 81% der Meinung, dass künstliche Intelligenz nicht vollständig durch den Menschen ersetzbar sei. Beim Wegfall der Arbeitskräfte waren sich jedoch alle einig, dass Roboter entweder teilweise oder sogar ganz ersetzbar seien. Annähernd alle Befragten waren der Meinung, dass der Mensch sich selbst und seine Umgebung zerstöre. So, um nun nicht nur die Meinung unseres Umfelds, sondern auch unsere Meinung kundzutun, hört ihr als nächstes einen von uns selbst verfassten Poetry Slam. Im heißen Gefecht, ob frei, ob gerecht, ob links oder rechts, um Freiheit und Recht sage ich es gesetzt, dass wer weiß, was ist Recht und weiß, was es heißt, fair sei mit Fleiß, Nein sagt zu Neid, wer mindert Leid, wer zahlt jeden Preis, verhindert Ausbeutung, Privilegien und Täuschung, sag wie hoch die Enttäuschung. Wird, wenn Kriegslichter leuchten, wenn Armut, Hunger und Seuchen wie Klimawandel geleugnet, wird von Menschen die Leben rauben, die mit blutigem Geld die Welt sich kaufen. Wir hoffen, auch die zweite Folge zum Thema Fortschritt konnte euch etwas zum Nachdenken anregen. Und nun entlasse ich euch in die nächste Folge. Viel Spaß! Folge 3 – Ungleichgewicht. Ungleichgewicht gibt es überall und es hängt so viel damit zusammen. Meist sind es Kriege, die durch ein soziales oder politisches Ungleichgewicht ausgelöst werden. Ist zwar schon der Worst Case, dafür kommt es aber leider öfter vor, als es sollte. Zum Thema Krieg schrieben die fleißigen Jungs unseres Musikkurses einen Song. Er trägt den Titel Frieden denken, Frieden leben. Zwischen reingeschnipselt haben wir die Einleitung aus dem Buch Soziale Ungleichheit in der Bundesrepublik Deutschland von Karl Martin Bolte und Stefan Radil. Jetzt mal eine Mutprobe, wie lange überleben wir in der Eiszone? Mutproben sind blöd, wir wollen lieber Frieden. Am besten tun wir das in jedem Land und gehen dorthin Hand in Hand. Wir wollen Frieden denken, Frieden leben, nicht nach sinnlosen Kriegen streben. Diktatoren stoppen und eine freie Welt anstreben.
Im Verlauf entwickeln die Menschen Beziehungen zueinander und darin nehmen verschiedene Menschen verschiedene Stellungen ein. Menschen leben nicht isoliert, sondern gebunden in zwischenmenschlichen Gefügen, wie zum Beispiel in Familienbetrieben, Vereinen oder Staaten. Unter den sozialen Positionen versteht man Bekannte, Verwandte, Mitarbeiter oder Berufstätige, Gleichaltrige, Ältere, Jüngere, Ledige, Verheiratete, Geschiedene, Verwitwete, Vorgesetzte oder Untergebene, Herren und Sklaven, Freunde oder Feinde, Arme oder Reiche. In sozialen Positionen haben Menschen Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Die Position bestimmt auch die Lebens- und Arbeitsbedingungen, welche einen Menschen nicht einfach von anderen unterscheiden, sondern ihn besser oder schlechter dastehen lassen. Soziale Ungleichheit kann gewollt oder ungewollt sein, sie kann aber auch aus Unterdrückung oder aus einem rechtsmäßigen Verteilungsvorgang hervorgehen. Steht auf, hört auf, die Realität zu verfälschen. Konflikte betreffen uns alle, hört auf, sie zu umgehen. Gehen wir back to the roots, besinnen uns auf uns. Kämpft für Frieden und das menschliche Leben. Betroffenen Gehör und Stimme schenken und die Welt in neue Bahnen lenken. Verlierst deine Liebsten, verlierst dein Leben. Jetzt ist es Zeit, Liebe zu geben. We are not afraid, you never walk alone. We're against wars, but we play Warzone. Verlierst deine Hoffnung, verlierst deine Werte. Guckst nach oben, siehst keine Sterne. We are hand in hand, could still have a chance. Love your next and start a peace dance. Und mit diesen Eindrücken entlasse ich euch nun in die nächste und letzte Folge unseres Podcasts. Danke, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Bleibt gespannt. Die letzte Folge hat es wirklich in sich. Folge 4: Akzeptanz. Alle sagen immer, habt doch keine Angst. Doch es ist nicht leicht, ein Mensch zu sein. Egal was ich versuche, du hörst mir nicht zu. Nimmst mir all den Mut, ich widersprech dir nicht. Ich hab doch gesagt, das ändert mich nicht. Du meintest, du hast mich doch lieb. So sahst du mich an und warst nur enttäuscht, dass ich nicht so bin wie du. Aber jetzt bin ich nicht leise, ich trau mich zu sprechen, egal was du sagst und denkst. Aber jetzt kann ich klar denken, ich bin endlich mutig und zeige mich, wie ich bin. Nein, 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 versuche es nicht, mich zu lenken, denn das will ich nicht, das ist mein Leben, nimm ich mache, was ich will. Nein, 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 versuche es nicht, mich zu lenken, denn das will ich nicht, das ist mein Leben,
seitdem ich mache, was ich will. Seitdem ich offen lebe, zeig ich, wer ich bin. Und hab gelernt, dass auch andere so fühlen. Ich liebe alle Menschen, nicht nur Mann und Frau. Und sowieso geht dich das gar nichts an. Jetzt kamst du zu mir und sahst endlich ein, dass du doch nicht im Recht warst. So siehst du mich an und erkennst endlich, wer die ganze Zeit vor dir stand. Aber jetzt fürchte ich mich nicht mehr vor den Reaktionen von dir und der ganzen Welt. Endlich stehst du jetzt zu mir, es gibt keine Grenzen zwischen dir und mir. Ich hab das erreicht, was mir wichtig ist, es war nicht leicht. Es ist mein Leben, in dem ich sein kann, wer ich bin. Ich hab das erreicht, was mir wichtig ist. Es war nicht leicht, es ist mein Leben, in dem ich sein kann, wer ich bin. Wir alle möchten doch in unserer Gesellschaft akzeptiert werden. Aber das Ganze ist nicht immer so einfach. Gerade habt ihr unsere Neuinterpretation zu Sarah Connors Vincent gehört. Akzeptanz ist in unserer heutigen Gesellschaft eines der wichtigsten Themen. Wir möchten Akzeptanz und Gleichheit für alle, doch geben selbst oft nicht genug dafür. Passend zu unserer vierten und letzten Folge haben wir ein Interview mit unserem Schülersprecher Jonas geführt. Wir haben ihm dabei einige Fragen rund ums Thema Akzeptanz gestellt und sehr spannende und interessante Antworten bekommen. Da Akzeptanz oft als ein tabuisiertes Thema gesehen wird, ist es umso wichtiger, offen darüber zu reden. Hoffentlich regen euch seine Worte etwas zum Nachdenken an. Hast du schon einmal Diskriminierung erfahren? Wenn ja, aus welchem Grund? Und wenn ja, wie wurdest du diskriminiert? Ich bin ein Junge mit relativ langen Haaren, der sich gerne mal etwas femininer kleidet, der gerne seine Haare färbt und so. Dementsprechend bin ich ziemlich gewohnt, dass wenn ich durch eine Innenstadt laufe, durchschnittlich 1 bis 3 Mal höre ich Schwuchtel oder so. Oder so ein komisches Catcalling bei Jungs, aber so nur abwertend. Gut, Catcalling ist immer abwertend, glaube ich. Kenne ich schon, ja. Relativ häufig tatsächlich, häufiger als ich denke manchmal. Manchmal vergesse ich selbst. Und empfindest du die Mehrheit deines Umfelds als weltoffen? Also akzeptieren sie auch andere Lebensformen? Ich glaube, die meisten Menschen denken, dass sie weltoffen sind und sind von sich selbst sehr überzeugt, weltoffen zu sein. Ich glaube, wir haben alle unsere Grenzen unserer Weltoffenheit. Also ich meine, wenn weltoffen bedeutet, ich akzeptiere alle, dann ist niemand eigentlich weltoffen. Ich habe auch ein Problem mit Nazis. Und wir haben alle Vorurteile, wir funktionieren einfach so und irgendwo sind wir alle eingeschränkt. Ich glaube aber, es ist wichtig, sich seiner Vorurteile bewusst zu sein und zu versuchen, nicht danach zu handeln. Und würdest du dich auch selbst als weltoffen bezeichnen? Nicht komplett, ich gebe mein Bestes, aber ich glaube, so ganz erreicht es niemand. Also würdest du sagen, es könnte kein Mensch irgendwie so wirklich weltoffen sein, weil es immer irgendwelche Menschengruppen geben wird, gegen die man irgendwie was haben könnte? Ich glaube, Weltoffenheit ist eine brutale Definitionssache. Also wenn Weltoffenheit bedeutet, dass sich niemand in seiner Lebensart einschränken möchte, ich glaube, schon dann ist niemand ganz weltoffen. Wenn weltoffen aber zum Beispiel nur bedeutet, dass ich offen auf andere Menschen zugehen möchte und sie nicht sofort beurteilen möchte, auch wenn ich Vorurteile in meinem Kopf habe und trotzdem auch distanziere und zum Beispiel auch das Nicht-Tolerieren anderer Menschen selbst auch nicht toleriere. Ich glaube, das kann auch eine Weltoffenheit sein. Und dann glaube ich doch, Menschen können weltoffen sein. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand jemals schafft, komplett weltoffen zu sein, so 100%, aber ich glaube, das ist auch nichts, woran man sich messen sollte. Okay. Und hast du schon mal irgendwie konkret miterlebt, dass andere Personen in deinem Umfeld irgendwie diskriminiert wurden wegen irgendwelchen Sachen? Es ist tatsächlich nicht nur gegen Minderheiten, das finde ich immer recht interessant. Man spricht meistens von Minderheiten. Es gibt unfassbar viel sexistische Sprüche und es gibt statistisch mehr Frauen als Männer auf der Welt.
Es gibt für mich einen großen Unterschied, ob ich mich über gesellschaftliche Missstände lustig mache oder über Menschen und Menschengruppen. Es ist einfach was ganz, ganz anderes. Aber das ist oft schwer zu verstehen. Man sollte Humor nicht verbieten, man sollte aber auch Menschen nicht absichtlich beleidigen. Ein witziges Zitat von einem Nazi tatsächlich, wen ich kenne, kann ich nicht hassen. Ich glaube, zu viele Menschen kennen sich gefühlt nicht. Und ich glaube, in einer riesigen globalisierten Welt, in der sich irgendwann alle anonym fühlen, weil man bei so einer riesen Anzahl an Menschen niemand mehr richtig kennen kann, ist es wichtig zu lernen, wie andere Kulturen, andere Religionen, wie andere Menschen leben, um es zu verstehen, weil wenn ich es nicht verstehe, dann verurteile ich es vielleicht. Und wenn ich es wirklich verstanden habe und es so akzeptiert habe, wie die Menschen sind, dann kann ich sie gar nicht hassen. Das Gleiche ist ja auch mit der LGBTQ+-Szene, die gerade sehr präsent ist. Und da würde ich auch mal fragen, wie du selber dazu stehst und ob du jetzt zum Beispiel andere Menschen deswegen diskriminieren würdest oder anders behandeln würdest. Ich bin der Meinung, man darf durchaus Menschen im Umgang unterscheiden und sie mehr unterstützen, wenn du merkst, dass sie gesellschaftlich bedingt zum Beispiel Probleme haben. Zum Beispiel, wenn sich jetzt jemand als schwul outet und ich weiß, die Person hat einfach recht viel Probleme, weil einfach das ziemlich viel psychischer Druck ist, weil es für mich vielleicht cool ist und sehr entspannt, aber vielleicht für die Eltern nicht, für die Freunde nicht, für sonst wen nicht. Dann gehe ich mit der Person insofern anders um, dass ich vielleicht zweimal mehr drauf schaue, geht es dir gerade gut, kann ich da irgendwas Gutes tun, sollte ich mit der Person reden. Ist aber auch immer so eine Gratwanderung, weil natürlich die Person sich nicht bevormundet fühlen möchte. Die Person möchte natürlich auch nicht das Gefühl bekommen, ich werde hier besonders behandelt. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Bei der LGBTQ+-Community habe ich im Allgemeinen eigentlich nur ein richtig großes Problem. Nee, zwei. Das eine ist dieses ganze Labeln. Ich persönlich mag Labeln nicht. Ich glaube, dass überall, wo wir uns unnötig viel Labels aufdrücken, das gibt immer Stress, egal ob ich mich oute, in welcher Religion ich bin, welches Geschlecht ich habe, welche Sexualität ich habe. Es zeigt sich einfach so, auch wenn das sehr unnötig ist und es könnte auch anders gehen, aber bei uns in unserer Gesellschaft zeigt sich einfach, dass es immer Stress gibt. Irgendwie. Irgendjemand passt das immer nicht. Mhm. Aber ich fürchte halt, dass wir Menschen einfach so funktionieren. Wir müssen Leute in Schubladen stecken, so denken wir einfach. Ja. Das andere Problem ist, dass ich oft mitbekommen habe, dass wenn jemand hetero, cis ist, werden die Menschen oft dafür verurteilt. Was ich auch nicht cool finde. Ich meine, wenn man für Freiheit steht, dann in alle Richtungen, muss es auch in alle Richtungen sein. Aber das sind sehr wenig Einzelfälle, die am meisten der Community und der Bewegung selbst schaden, glaube ich. Und wenn du jetzt mal überlegst, in deinem sozialen Umfeld, kannst du dich da bedenkenlos einfach zeigen, wie du bist und auch was Freunde und Familie angeht? Oder bist du da auch oft, dass du dich noch so ein bisschen eingeschränkt fühlst? Erstmal, kein Mensch kann sich jemals komplett offen gegenüber allem immer äußern und zeigen. Vielleicht gibt es wenige Gruppen, Menschengruppen, bei denen das geht. Ich glaube auch, es gibt nicht das soziale Umfeld. Also zum Beispiel gibt es Freundesgruppen, da kann ich gefühlt zumindest machen, was ich will. Es gibt auch zum Beispiel mit meiner Mutter könnte ich reden, was ich will, aber ich würde nicht zu meiner Oma gehen und sehr offen über alles reden. Das ist einfach was anderes für mich. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt auch viele Menschen, da weiß ich könnte sehr viel machen und zeigen und mich sonst wie verhalten, aber es könnte auch einfach dann anstrengend für mich werden und unwohl und dann lasse ich es deshalb schon sein. Es hat dann natürlich nicht direkt was mit Diskriminierung zu tun, aber trotzdem schränkt es mich irgendwo ein, was dann trotzdem schade ist, teilweise auch ohne, dass die Leute was dafür können dann. Und jetzt, wenn du sagst, dass du mit deiner Oma jetzt nicht über alles reden würdest, würdest du also sagen, dass es quasi auch sehr generationsabhängiges Denken ist bei den Leuten? Absolut. Also alleine schon, dass wir jetzt drüber reden, unsere Generation. Und ich verspreche dir, vor 50 Jahren gab es keinen Podcast darüber, was nicht nur daran liegt, dass es noch keine Podcasts gab. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist einfach ein Thema, was unfassbar generationintern sich sehr unterschiedlich verhält, wie die Leute sehr unterschiedlich miteinander umgehen. Bis ins späte 20. Jahrhundert war immer noch Standard, dass Frauen keine Sexualität haben und keine sexuellen Bedürfnisse haben. Was einfach so pauschal einfach der größte Schwachsinn ist, den man sich ausdenken kann. Ja, das stimmt.
Gut, dann vielen Dank für das Interview. Ich hoffe, wir konnten euch auch hiermit zum Nachdenken anregen. Vielleicht haben wir es ja geschafft, mit unserem Podcast euer Leben ein kleines bisschen zu verändern und besser zu machen. Das wäre zumindest mal unser Ziel gewesen. Eigentlich sind wir auch noch gar nicht am Ende. Wir haben eine super Neuinterpretation des Songs »Lass sie reden« der Ärzte aufgenommen. Leider ist es uns nicht möglich, euch diesen hier zu zeigen, da das Management der Ärzte dies abgelehnt hat. So, an dieser Stelle muss ich mich nun leider wirklich von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Durchhalten. Ich meine natürlich Zuhören. Wir haben viel Arbeit in dieses Projekt gesteckt und hoffen, dass wir nicht nur eine gute Note von Herrn Franke dafür bekommen, sondern vielleicht auch eine positive Bewertung und den ein oder anderen Kommentar mit eurer Meinung. Wir würden uns auf jeden Fall sehr drüber freuen. Nun bleibt es mir nur noch, euch einen schönen Tag zu wünschen und mich an dieser Stelle im Namen des Musikkurses zu verabschieden. Lasst uns doch gerne zu einem anderen Zeitpunkt nochmal miteinander reden. Tschüss!